Hallo und herzlich willkommen zum Online-Talk mit Tamina Kallertz. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es geht, das habt ihr sicher auch mitbekommen, vor allem um dieses Buch. Das ist ganz neu als Taschenbuch rausgekommen. Taminas Buch mit kleinem Gepäck. Und dahinter stecken, wie wir ja auch schon angekündigt haben, ihre schönsten Reiseerinnerungen. Das heißt also, jetzt in dieser Zeit, in der wir alle nicht reisen können, werden wir übers Reisen sprechen. Und diese Stunde wird wie eine Reise sein. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ihr könnt Fragen an Tamina stellen, ganz egal, auf welcher Plattform ihr uns jetzt gerade seht und guckt. Einfach kommentieren oder reinschreiben und wir versuchen, so viele Fragen wie möglich direkt an Tamina weiterzugeben. Bevor wir jetzt auch gleich live zu ihr schalten, noch kurz ein paar Infos. Tamina hat mehr als 70 Länder und Regionen bereist. Sie ist seit über 20 Jahren als TV-Journalistin und Reporterin unterwegs vor der Kamera in der ganzen Welt. Und in manchen Jahren waren das bis zu 200 Tage pro Jahr. Und über all diese Erlebnisse wird sie uns jetzt gleich berichten. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Tamina. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass wir uns hier so fast direkt sehen können jetzt. Ja, toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich sehe gerade hinter dir den Globus oder der. Ja, die Welt. Ja. Ja, große Sehnsucht ist da. Ja, wie geht's dir so momentan jetzt seit über einem Jahr eigentlich komplett eingeschränktes Reiseverhalten? Was macht das mit dir? Ich glaube, es geht mir wie uns allen. Das war am Anfang die große Überraschung zu sagen, mein Gott, was ist das denn jetzt so runtergebremst? Sowas hatte ich noch nie erlebt. Und am Anfang vielleicht tatsächlich auch noch so dieses Gefühl, okay, vielleicht kommt man mal zum Luftholen, zum Innehalten, zu all dem, zu dem man sonst nie so kam. Mein Leben ist ja doch auch sehr intensiv und sehr reiselustig immer gewesen. Und dann zieht sich das so und plötzlich merkt man, das ist eine längere Geschichte. Und plötzlich merkt man, das Aufeinandergeworfensein mit der Familie ist auch immer nicht nur leicht. Dann haben wir uns dann nochmal freigestrampelt im Sommer. Da konnten wir tatsächlich noch ein paar Reisen wieder machen. Da war ich dann auch wirklich im Glück. Da waren wir in Lolland, haben wir zwei Städtereisen machen können, Lübeck und Konstanz. Und dann, ja, dann habe ich mir das Kreuzband gerissen bei einem Dreh rund um Düsseldorf, gar nicht in der großen weiten Ferne. Da war also ein doppeltes Runtergebremstsein meinerseits. Und dann sind wir ja in den Herbst langsam wieder in den Rückzug alle gegangen. Und jetzt sitze ich hier und habe große Sehnsucht. Und ja, merke richtig, ich habe wirklich hier so ein Fernweh, was manchmal wie so ein spürbarer physischer Schmerz ist. Und ich denke, Mensch, hoffentlich werden die Bedingungen bald wieder besser und hoffentlich können wir bald wieder los. Und zum Glück bin ich Optimist und bin fest davon überzeugt, dass das so weit kommen wird. Das glaube ich, dass es bei dir was ganz Spezielles ist. Das ist deine Leidenschaft, deine Profession, alles eigentlich. Von daher nochmal was ganz, ganz anderes. Und es ist ja schon skurril, wenn man den Fernseher anmacht oder wenn man in die Mediatheken geht, da reist du ständig. Ja, das ist für mich selber manchmal auch kaum zu glauben. Und ich habe manchmal jetzt auch gemerkt, wir haben ja echt überlegt, im Mai, als der erste große Lockdown war, da kamen vier neue Sendungen von mir. Das war die Azoren oder Schottland war es, glaube ich, der Tauernradweg, eine Reise an der Mosel, also ganz tolle Sachen. Und wir haben kurz überlegt, Mensch, können wir das jetzt zeigen? Ist das nicht fast so ein bisschen pietätlos, wo alle zu Hause sitzen und nicht weg können? Und dann haben wir gemerkt, nein, das ist ja das gerade das Schöne, dass wir sagen können, komm. Oder ich sagen kann, ich nehme euch mit, kommt mit auf die Reise, lasst mal das Schwere hinter euch, schaut euch die Welt an, wie schön sie ist und das wird sie auch bleiben und wir werden sie wieder entdecken können. Das ist ja so wie so eine Flucht eigentlich. Und mittlerweile ist es so, dass es mir selber so geht, dass ich manchmal auch Fotos mir jetzt wieder angucke und sage, Mensch, ja stimmt, diese Schottlandreise war das ein Hammer und ach, was für eine tolle Natur und hoffentlich geht es bald wieder. Und manchmal ist es ja auch so, dass auf verschiedenen Kanälen verschiedene Sendungen laufen. Jetzt letztens hieß es, ja, Frau Kollert, ich habe Sie gerade beim Fasten in St. Peter-Ording gesehen. Ich sage, Mensch, wo lief denn das? Ach ja, da war ich im NDR oder so. Sag ich, ja, Mensch, das war auch eine tolle Reise. Nee, es ist schon so, dass ich aber mittlerweile so das Gefühl habe, ich kann mit diesen Reisen und mit diesen tollen Erlebnissen oder versuche dazu beizutragen, dass wir alle durchhalten und dass wir einfach jetzt, ja, da uns sozusagen da in Erinnerungen vielleicht teilweise auch schwelgen und aber auch wieder Pläne machen können für wenn es dann wieder geht.
Das hast du toll gesagt und da sind wir eigentlich gleich schon beim Punkt, den man so von außen betrachtet, als Teil deiner Persönlichkeit betrachtet, weil du hast so eine positive Energie, man merkt das in deinen Sendungen, dass du wirklich begeistert bist, dass du auf die Leute zugehst. Jetzt hast du auch uns Hoffnung gemacht und ich habe auch gleich eine Frage hier reinbekommen aus unserem Chat von Marion. Wo nimmst du diese positive Energie her? Ach. Ja, das frage ich mich auch manchmal. Das ist auch ganz interessant, dass ich jetzt in diesem Lockdown auch merke, dass man die manchmal auch doch wirklich wieder hochholen muss. Und auch kann ich den Zuschauern auch sagen, auch ich sitze nicht immer pfeifend und strellernd hier zu Hause und strahle in die Welt. Ich habe manchmal auch meine dunklen Phasen oder merke, Mensch, jetzt fällt es mir aber echt schwer, mich da wieder zu motivieren. Ich glaube, dass dieses Rausgehen und Neues entdecken und Menschen begegnen, das ist unglaublich inspirierend. Und ich glaube, das ist auch ja immer eine Wechselwirkung. Dieses, was du aussendest, kehrt zu dir zurück. Also ich habe das Gefühl, auf meinen Reisen sind die Begegnungen ja doch immer das Entscheidende oder das, was mich auch nachhaltig prägt, wo ich ganz viel mitnehme. Und ich habe ja wirklich das große Glück, dass ich schon so viel von der Welt sehen durfte und so viel positive Erfahrungen machen konnte auch. Ich glaube, da konnte ich wie, es gibt doch dieses schöne Kinderbuch, diese Maus Frederik, die so ganz viel Licht und Positives einsammelt und dann irgendwann, wenn alle zu Hause im Dunkeln im Winter sitzen, das wieder auspackt und sagt, guck mal, wir erinnern uns jetzt mal gemeinsam an all diese guten Dinge. Das ist, glaube ich, schon, ja, das ist einfach unglaublich inspirierend, diese Vielfalt zu entdecken, den Horizont zu erweitern, immer wieder auch sich auf Neues einzulassen. Das hält lebendig und das hält mich auch optimistisch. Und ich glaube, der liebe Gott hat es auch ganz gut mit mir gemeint. Ich bringe also eine positive Lebensgrundeinstellung so mit. Das glaube ich schon. Ich bin sehr naturnah aufgewachsen. Ich hatte eine schöne Kindheit. Ich habe viel, ich glaube, viel gute Wurzeln entwickeln können. Und das glaube ich ja auch ist immer wichtig. Wer Wurzeln hat, der kann auch dann die Flügel entwickeln, sich die Welt anzugucken, ohne dass es eine Flucht ist. Das bringe ich, glaube ich, schon auch mit, sodass ich das so ganz überzeugend die Menschen eben auch mitreißen kann. Und das möchte ich auch. Also, dass ich sage, kommt mit mir mit, ich stecke euch hoffentlich an. Und wenn dann jemand zu mir sagt, das kam letztens gerade wieder, Mensch, Frau Kallert, wenn ich Sie sehe, kriege ich gerade gute Laune, dann denke ich, Mensch, ist doch toll. Das freut mich total. Ja, diese gute Laune wird sich auch heute hier in diesem Livestream übertragen, da bin ich mir ganz sicher. Das heißt also, es gibt nicht auf der einen Seite so die Fernseh-Tamina, die halt da Kamera läuft und schon ist sie gut drauf. Und dann gibt es die andere Tamina, die eigentlich vielleicht gar nicht so gut drauf ist, sondern das bist schon alles du, oder? Das bin schon alles ich. Und der Witz ist ja auch bei diesen Reisesendungen, die wir machen, wir sind eine Woche unterwegs und eigentlich von morgens bis abends ist die Kamera dabei. Deswegen kann ich ja auch gar nicht nur so einen Teil meiner Persönlichkeit präsentieren und sagen, so juhu, hier ist jetzt die Strahletamina und dann gehe ich irgendwie die nächsten 4 Stunden in meine Schmollecke, sondern es ist ja schon wirklich ein sehr ganzheitliches Bild, was man auch mögen muss. Ich weiß mittlerweile, dass die Menschen, die mit mir auf Reisen gehen seit vielen Jahren und die vielleicht auch das Buch jetzt lesen, mich schon sehr, sehr persönlich kennenlernen mit all meinen Facetten. Und ich bin sicher sehr neugierig und sehr lebensfreudig und das ist hoffentlich auch ansteckend. Aber ich habe ja manchmal natürlich auch Manschetten oder ich muss mich überwinden oder ich traue mir was nicht zu oder ich lerne was dazu oder so. Also diese ganze Bandbreite an Charakter, ich glaube, die kriegt der Zuschauer schon mit und dadurch ist es aber eben auch sehr, sehr persönlich und das macht vielleicht aber auch die Bindung aus. Ich habe wirklich mittlerweile so das Gefühl, es gibt eine total tolle Verbindung zwischen den Zuschauern und mir und ich merke allerdings jetzt nochmal, um da ein bisschen ehrlich auch drauf zu antworten, wenn ich jetzt hier zu Hause bin und viele Wochen nicht raus kann. Und ich hätte gedacht, ich komme damit leichter klar. Ich hätte gedacht, mein Optimismus und mein sonniges Wesen trägt mich hier durch jede Niederung. Und das ist schon nicht ganz so. Also ich merke, für mich auch wird es zäh und ich merke auch, dass mit dem Motivieren ist nicht immer einfach. Und ich erinnere mich dann an meine eigenen Motivationssätze zu sagen, wenn du vor der Tür stehst, ist die halbe Reise schon geschafft und jetzt gib dir mal einen Ruck und jetzt sei mal optimistisch. Aber ich muss mich manchmal wie so selber auch am Schlawippchen so ein bisschen aus der Lethargie rausziehen und sagen, so jetzt komm, du kannst das doch, also bitte. Und dann funktioniert es auch schon ganz gut. Kenne ich gut, das ging sicher vielen von uns auch so in den letzten Monaten oder fast schon jetzt ist es ein Jahr, ne, dass wir uns an diese Situation gewöhnen müssen. Du hast gerade auch nochmal das Buch erwähnt und was ich toll finde, dass in diesem Buch, im Gegensatz zu dem Hardcover, es ist ja zuerst als Hardcover erschienen, gibt es hier in der Mitte einen ganz großen Bildteil und
Das Schöne ist, man kann da wirklich mit dir reisen. Wir werden so im Verlauf dieses Talks auch ein paar Bilder sehen. Und ich würde ganz gerne mit dieser unglaublichen, ich konnte es wirklich nicht fassen, mit dieser riesigen, ja, Riesenschildkröte wahrscheinlich, oder auf den Seychellen beginnen. Ja, ja. Ach, ist das herrlich. Also da sieht man ja diesen Hals dieser Schildkröte. Und das war wirklich, es gibt ja so Momente, die bleiben einem im Gedächtnis. Und während man sie erlebt, weiß man schon, mein Gott, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Und die Seychellen, das war sowieso natürlich so eine unglaublich exotische Reise. Man muss sich ja mal vorstellen, Afrika, haben wir doch hier jetzt gleich, könnte man hier mal kurz gucken. Und hier ganz sozusagen in dem Riesenozean vor Afrika, irgendwo in der Mitte, hier, im Nirgendwo sind diese Schellen. Und dann dieses Gefühl, man ist also ganz weit weg auf der anderen Seite der Erde, fast auf diesen wahnsinnig naturnahen, wunderschönen Inseln. Da laufen diese Schildkröten komplett frei rum. Und die sind bis zu 150 Jahre alt. Und jetzt sitzt ich da und streichle diesen weichen, warmen Hals dieser Schildkröte, die so ganz zutraulich ist, weil sie noch nie was Schlimmes erlebt hat, die 150 Jahre alt ist und auf diesen Inseln lebt. Und ich sitze mit dieser Schildkröte auf den Inseln in der Mitte von einem riesen Ozean und denke, nein, das kann man hält es kaum aus, würde ich da fast sagen. Das sind so wirklich, also ganz ein großartiges Gefühl. Und gerade auf den Seychellen kann man wirklich unglaublich schön noch dieses ganz naturnah erleben, dass man wirklich, es gibt eine Insel, wo die Tiere komplett wie so eine Unschuld noch haben, wo ganz in nur ganz kleinen Gruppen Menschen hingelassen werden und wo man so merkt, ich weiß noch, wir kamen mit dem Boot angefahren und man steigt aus und dann sitzt irgend so ein kleines weißes Vögelchen auf dem Ast und man denkt so, man nähert sich so und denkt, Mensch, der fliegt jetzt sicher gleich weg. Nein, der guckt dann ganz freundlich so nach unten und du merkst, die Unschuld pur hat noch nie was Dramatisches erlebt, sitzt da einfach und das hat wirklich was Paradiesisches. Und das sind so Momente, gerade mit Tieren, Leute, die mich kennen, wissen das, die, ja, die sind einfach wirklich, ja, die bleiben im Gedächtnis. Stimmt es eigentlich, dass deine allererste Reise auch gleich fast um die halbe oder na, ganze war es nicht, aber eine ziemliche Strecke ging? Indien, oder, stand da als erstes auf dem Programm? Ja. Das war, also nach meinem Amerika-Austausch, das war auch nochmal eine sehr, sehr prägende Reise, wo man einfach so fern der Heimat viele Monate sich in ganz neue Zusammenhänge einleben muss. Indien war so eine, auch so eine Sehnsuchtsreise, das war so der Klassiker, ich glaube, es kennen ganz viele, dieses nach dem Abitur endlich raus und endlich in die Welt. Und das würde ich auch jetzt noch, nur jetzt im Moment kann man es natürlich nicht, aber immer noch sagen, das ist so wertvoll zu sagen, komm, jetzt Leinen los und auf geht's und eine neue Welt entdecken. Und ich habe dafür richtig geschuftet, im Biergarten noch hier bei mir in Freiburg, weiß ich noch, Geld zusammengekratzt, mit einer Freundin mich zusammengetan, gesagt, so, wir nehmen den Rucksack, wir zwei Mädels und wir reisen dann quer von Bombay bis Madras, sind wir quer durchgereist durch dieses Land und dann noch nach ganz unten in den Süden, waren, glaube ich, über 2 Monate waren wir da und das war so eine ganz, ja, also so eine ganz intensive Reise, weil es war sehr, sehr basic. Wir haben teilweise in den witzigsten kleinen Unterkünften gehaust, wo man dann so für ein paar Mark übernachten konnte und zwischen Kakerlaken und lustigen Spinnengeschichten es lustig hat. Wir waren da beide zum Glück, sind recht resolute Mädels gewesen und haben das eigentlich ganz gut weggesteckt und haben uns aber dann auch Siddhartha vorgelesen, haben unglaublich viel wesentliche Lebensthemen so bewegt. Und das war schon auch die Schule ist hinter einem, das große Leben ist vor einem und diese Frage, was mache ich aus meinem Leben? Wo ist mein Platz in der Welt? Auch meine, ich weiß noch, dass damals bei mir es auch eine große Sorge gab, was falsch zu machen. Also dieses, was studiere ich jetzt, was soll ich werden, dass ich vielleicht falsch abbiegen könnte. Wir haben uns da unglaublich viel ausgetauscht, wo wir uns sehen, was für uns vielleicht der richtige Weg sein könnte. Und das Ganze in dem bunten, quirligen Indien, was ja teilweise wirklich extrem abenteuerlich ist und sehr, sehr anders. Also wir hatten auch einen kleinen Kulturschock tatsächlich und sind da zwischen Tempeln und Dschungel unterwegs gewesen. Und das sind ganz, ganz, ja, ganz tiefe Erlebnisse, die mich sicher auch sehr geprägt haben. Wenn du dich jetzt nochmal zurückversetzt in diese Tamina aus dieser Zeit, die da in Indien unterwegs war mit ihrer Freundin, hat diese junge Frau sich vorstellen können oder schon diesen Wunsch gehabt, ein Ziel gehabt, das mache ich zum Beruf und ich werde zum Fernsehen gehen? Nee, gar nicht, tatsächlich. Also das ist,
Ich habe mich auch mal gefragt, manchmal ist es ja auch, wenn man spannende Biografien liest, finde ich immer, dass man manchmal so das Gefühl hat, dass man im Rückblick sich die Dinge so ineinander fügen, als wären sie immer schon so gedacht gewesen. Und wenn man aber dann sich selbst zurückerinnert, also bei mir war das so, ich hatte viele offene Fragen und ich war damals so weit, dass ich sagte, ich glaube, ich werde Lehrerin, weil ich A, eine sehr, sehr intensive, also eine schöne Schulzeit hatte, die mir sehr mit inspirierenden Lehrern, die mir gerade der Geschichtslehrer und der Englischlehrer, die haben mich sehr begeistert. Und was aber die Kern, ich glaube, die Kernidee war, dass ich dachte, ich kann Menschen begeistern. Das glaube ich, kann ich. Ich kann mitreisen. Ich habe gedacht, ich könnte eine gute Lehrerin sein, die das so spannend rüberbringt, dass die Schüler sagen, wow, da will ich mehr von wissen. Und das ist im Kern ja geblieben. Und ich glaube, das ist auch die Motivation nach wie vor, dass mir auch diese, ich meine, ich reise nun ja wirklich seit vielen, vielen Jahren schon, dass mir das nicht, dass ich da nicht müde werde, weil es hat was mit Menschen begeistern zu tun und die Welt entdecken und neugierig sein und das dann aber auch wieder vermitteln. Und das ist, glaube ich, das war damals mir schon klar, dass ich Menschen begeistern möchte und neue Welten entdecken. Und diese Mischung, die ist es ja dann im weitesten Sinne tatsächlich geworden. Das stimmt, absolut. Wir werden sicher auch noch hinter die Kulissen gucken und du wirst uns hoffentlich ein bisschen verraten, wie das eigentlich so abläuft bei einem Dreh. Mhm. Aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank für alle, die schon kommentieren und liken und schreiben und fragen. Und ich gebe dir gleich ein paar Fragen weiter. Zum einen von Ami Laura. Tamina, du hast so viel Schönes gesehen. Welches Reiseziel würdest du persönlich mit einem Baby als Familie in der Elternzeit empfehlen? Also Kleinfamilie, Baby, was würdest du sagen? Kleinfamilie, Baby. Also extrem kinderfreundlich sind ja die skandinavischen Länder und sehr, also Stockholm wurde, glaube ich, auch mal zur familienfreundlichsten Stadt gekürt. Dänemark war ich jetzt gerade zweimal, das hat mir unglaublich gut gefallen. Dieses Entspannte, dieses Weite, dieses Offene, dieses sehr liebevoll Gastfreundliche, auch Bornholm zum Beispiel als Insel, es hat was Entschleunigtes, es ist nicht so viel Gestresse und gerennig wird mit dem kleinen Kind, obwohl ich mit meiner kleinen Tochter, da war sie ein halbes Jahr alt, tatsächlich ein wunderschönes London gedreht habe und die immer vorne bei mir in das Tragetuch reingetan hatte und dann eine Freundin dabei hatte, die immer aufgepasst hat. Aber ich würde natürlich mit dem kleinen Kind doch das ganz Wimmlige tatsächlich vielleicht oder die Großstadt vielleicht ein bisschen außen vor lassen. Das kann man später immer noch entdecken mit den Kindern, die dann mehr davon haben. Also Dänemark wäre, glaube ich, ein tolles Reiseziel. Da war ich jetzt gerade auch in Lolland oder auch in Nordjütland ganz oben, wo Nordsee und Ostsee sich treffen. Unglaublich tolle Natur, kleine entspannte Dörfchen. Man kann schön radeln, man kann in der Natur sein, man kann am Strand sein. Das kann ich mir vorstellen. Sowas aber in der Nähe, wie zum Beispiel Bodensee, finde ich immer wieder auch total nett. Da bin ich mit der Family immer wieder mal zum einfach mal nur so runterkommen. So eine Region, die sowas entspannt Paradiesisches hat, ohne einen zu sehr herauszufordern, was ja manchmal, wenn man schon Herausforderungen genug hat mit dem Kind, was sein kann. Ich war allerdings tatsächlich auch mit meinem kleinen Büblein auf Drehreise tatsächlich in Thailand. Und jetzt denkt man vielleicht, da kamen auch damals also unterschiedliche Rückmeldungen, wie kann man nur so weit und überhaupt und so. Aber wenn man dann mal da ist, gut, das ist ein langer Flug und auch das kann man so und so sehen, das sollte man ja auch wenn nur machen, wenn man viel Zeit hat, ist auch ein unglaublich gastfreundliches, reisefreundliches Land. Und das Warme und dieses einfach nur so, eigentlich nur die Windel an oder auch nicht mal nackig rumrennen und keine dicken Klamotten anziehen müssen. Und da gibt es wirklich auch, also die Leute sind unglaublich willkommen heißend. Es gibt ja, finde ich ganz wichtig, gerade mit Kindern muss es ein Land sein, wo man sich willkommen fühlt und nicht immer sagt, Entschuldigung, und der Kleine kann halt jetzt noch nicht so und bitte könnten Sie vielleicht. Da sind wir ganz, ganz liebevoll aufgenommen worden und das war ein unglaublich schönes Erlebnis auch. Also das ganze Spektrum, das hat natürlich auch was mit den eigenen Bedürfnissen zu tun und dann höre ich auch auf. Was ganz entscheidend ist, beim Reisen gibt es ja nicht richtig und falsch. Das haben wir auch mit der Zeit erst auch
gelernt bei Wunderschön, wo wir uns immer auch teilweise gestritten haben, wie es jetzt richtig ist. Dann kann man sagen, nee, es gibt nicht richtig, es gibt nur die eine oder andere Herangehensweise. Und der Mensch, der sich in den Bergen wohlfühlt, der sollte da auch mit seinem kleinen Kind hin. Und der Mensch, der sagt, ich brauche das Meer, um aufatmen zu können, der muss das machen. Also gerade die ganz kleinen Kinder sind ja noch recht anpassungsfähig. Und das Wichtigste ist erstmal, dass die Eltern sich wohlfühlen und dann kommt das mit dem Kind auch in Einklang, ganz bestimmt. Gleich die nächste Frage von Melanie aus Nürnberg. Sie fragt, was hat das mit dir gemacht, die vielen Kulturen, Menschen, Sprachen und Mentalitäten kennenzulernen? Hat dich das verändert? Ja, vor allem lässt es mich immer weiter offen und immer toller, also gut, tolerant war ich, glaube ich, schon immer und offen war ich auch schon immer. Aber ich glaube, diese Erkenntnis, dass es viel mehr Verbindendes als Trennendes in der Welt gibt, das ist wirklich was, wo ja auch viel Diskussionen bei uns geführt werden. Je weniger ich, es ist ja oft auch so, je weniger Fremdes oder anderes ich schon kennengelernt habe, desto ängstlicher bin ich mit dem Fremden und dem Anderen. Und ich merke bei mir, dass ich diese Vielfalt immer wieder kennenlernen darf, dass ich so unterschiedliche Lebensformen kennenlerne, dass ich so unterschiedliche Biografien auch erleben darf. Von Leuten, die, die Emmy Jensen auf Pellworm, die noch mit 83 da mit einer Lebensfreude unterwegs ist und mit 60 noch einen Bootsführerschein gemacht hat und also das unglaublich optimistisch in die Welt guckt, obwohl es nicht immer leicht war. Also ich habe von ganz vielen Menschen was mitnehmen können und das macht mich auch, das macht mich demütig und tolerant und auch vorsichtig mit dem Verurteilen von anderen Lebensformen, von anderen Haltungen und das ist vielleicht was, ja, es ist eine spannende Frage. Die Offenheit und die Neugier bringe ich sicher mit, aber diese Gewissheit, dass es mehr Verbindendes als Trennendes in der Welt gibt und dass es das Vertrauen sich lohnt. Das wusste ich, glaube ich, immer schon so intuitiv in mir drin, aber ich kann das mit vielen, vielen Reisen belegen, dass das Offensein und das sich einlassen sich lohnt und dass ganz viel zurückkommt. Und das ist ein unglaublich schönes, eine schöne Erkenntnis, die ich auch versuche weiterzugeben. Und wenn das gelingt, habe ich schon viel geschafft. Auf jeden Fall, da fällt mir eine Szene ein, die du geschrieben hast in deinem Buch. Das war nach 12 Stunden Flug, kommst du in Sri Lanka an. Es ist mitten in der Nacht und dann steigst du zu einem Fremden in ein, naja, in Anführungsstrichen Taxi, aber man wusste nicht so genau, da braucht man schon Vertrauen. Ja, das ist ja auch das, wo dann so Naivität und Vertrauen also einen schmalen Grat bilden. Das war auch wirklich so eine Situation, wo man stolpert da mit irgendjemand mit, der kurzfristig dann, es ist ja immer so, jeder, der in den asiatischen Ländern mal war, weiß, wie das ist. Man kommt aus dem kalten Europa, man kommt aus dem Flieger raus, dann macht es erstmal wuff mit dieser schwülwarmen Luft. Und die so ganz anders riecht. Es ist dunkle Nacht, man ist komplett im Jetlag, alles ist irgendwie durcheinander. Und ich bin mit meiner lieben Kollegin Konstanze, sind wir da alleine und wir beiden Mädels sind allein nachgereist. Die Kollegen waren schon da und es hieß, irgendwo ist das Hotel, da müsst ihr euch halt jetzt irgendwie durchschlagen, da müsst ihr jetzt hin. Das war nachts um Ult irgendwie, ich glaube nachts um 2 oder was. Und dann ist er schon, ich meine, ich bin weit gereist, ich habe 1000 Sachen schon erlebt und trotzdem ist es dann, passiert es halt, man stolpert dem nächstbesten. Es kam so ein ganz netter Typ, der sagt, komm, hier, Taxi und so weiter und winkt einen gerade so weg. Und während wir dem noch so nachstolpern, habe ich so gemerkt, die Taxis waren eigentlich ganz woanders und wieso ist der eigentlich schon so schnell da am Start und naja, mal gucken. Und dann stolperst du über irgendeinen dunklen Parkplatz und denkst schon so, Taxi, dann klopft er an irgendein Auto, wo irgendeiner aus dem Schlaf hochschreckt, zerrt den raus und sagt, hier, Taxi und der kapiert erst gar nicht und packt uns dann rein und fährt einfach los. Und man sitzt da drin und sagt so, was ist das denn jetzt? Hat der A kapiert, wo er mit uns hin soll? Ist das B überhaupt vertrauenswürdig? Und was machen wir jetzt, wenn das halt jetzt nicht vertrauenswürdig ist? Ne? Und da habe ich auch schon gedacht, Mensch, Mädel ist vielleicht ein bisschen naiv jetzt. Und wir beiden haben uns da so angeguckt und gedacht, puh, ob das jetzt mal so gut ausgeht. Und dann wurden die Straßen mal noch kurz sehr dunkel zwischenzeitlich und wir dachten so, das ist jetzt hier aber nicht die Küstenstraße und das sieht hier alles gar nicht richtig aus. Da ist bei mir auch das ganze Programm hochgelaufen. Misstrauen, wie kann man nur, und wahrscheinlich will der jetzt irgendwas Böses und wie kann man nur so naiv sein. Da merkt man auch, wie diese ganzen Programme natürlich sehr auch bei mir da sind. Ne? Und vorsichtig sein kann ja auch nicht schaden. Und am Schluss ist er aus dieser ganzen dunklen Umweggurkerei
wieder auf eine ganz nette Einfahrt und vor das Hotel gefahren und hat es da ausgeladen. Und ich habe plötzlich so ein richtig schlechtes Gewissen gekriegt und dachte, sorry, sorry für all die Unterstellungen, die ich in den letzten 20 Minuten hier so innerlich gewälzt habe. Aber da merkt man, wie nah das beieinander ist. Und natürlich ist auch Vorsicht geboten. Und man muss auch, gerade wenn man als Frau alleine reist, oder das weiß man natürlich, hat man ja meistens auch ein gutes Bauchgefühl. Worauf kann ich mich einlassen und wo sollte ich mich vielleicht nachts auch nicht bewegen? Und das ist ein schmaler Grat. Und da bin ich so mit meiner Unbekümmertheit tatsächlich mal so an meine Grenzen gekommen und war aber trotzdem froh, dass selbst so ein Erlebnis, und ich muss echt sagen, ich hatte noch nie ein richtig schlimmes Erlebnis auf Reisen. Auch beim alleine, auch ohne Kamera reisen nicht. Ich muss jetzt echt nochmal überlegen, aber das ist wirklich so. Mal was Unangenehmes, mal war der Fotoapparat weg, solche Geschichten natürlich, aber es ist schon, und in der Riesensumme von Erlebnissen und Erfahrungen und Ländern ist das eine tolle Bilanz. Und das geht anderen Leuten auch anders. Und ich weiß, da heißt dann manchmal, ja, Frau Kallert, da hatten Sie halt Glück. Aber ich glaube schon, es hat eben doch auch was mit der Haltung zu tun. Und da wieder das Vertrauen sich meistens lohnt. Wenn man dich sieht, wenn wir als Zuschauer und Zuschauerinnen dir folgen durch irgendwelche Gassen und an irgendwelchen Stränden, dann haben wir ja so das Gefühl, ja, wir sind wirklich dabei. Und wir haben das Gefühl, du gehst da lang und machst spontan vieles. Aber wenn man dann ein bisschen überlegt, denkt man sich, okay, aber du hast ja ein ganzes Team wahrscheinlich dabei und im Buch erzählst du auch ein bisschen, wie das so ist. Und es kam auch gerade eine Frage von Jürgen, wie sieht denn eigentlich die Organisation von Wunderschön aus? Kannst du uns so mal sagen, von Beginn, von Planung bis zur Realisation, was passiert da eigentlich? Ja, da steckt viel Arbeit drin und ganz viel Leidenschaft von vielen Menschen tatsächlich. Also es ist schon so, dass im Herbst überlegen wir uns, was können wir fürs nächste Jahr für Destinationen bereisen, was haben wir für Zuschauerfragen oder Anregungen bekommen. Wir fragen ja auch immer die Menschen, wo wollt ihr gerne hin, was wollt ihr gerne sehen. Da freuen wir uns immer über Anregungen. Dann wird das alles gesammelt, dann wird geguckt, wo waren wir schon, wo könnten wir mal wieder hin, was sind die Interessen der Menschen im Moment. Und dann macht man einen groben Plan fürs Jahr. Und dann ist es tatsächlich so, dann gibt es die Redaktion in Köln, die das sozusagen koordiniert. Und dann gibt es Autoren. Das sind die, die dann sagen, welche Sendung nehmen wir? Pell Worm zum Beispiel, die Autorin, die dann sagt, okay, das ist eine schöne Nordseeinsel, die wollen wir jetzt bereisen. Dann wird erstmal grob recherchiert, was gibt es da, was kann man da machen, was könnte für unsere Sendung schöne Elemente sein. Was macht Tamina gerne? Was gibt's Neues? Dann fährt diese Autorin eine Woche dahin, weil wir ja nicht irgendwelche Reiseführer abschreiben und weil wir natürlich verpflichtet uns fühlen, den Zuschauern auch wirklich Neues und Interessantes und Nachhaltiges zu bieten. Also macht die sich eine Woche vor Ort ein Bild, spricht mit den Leuten, lässt sich Sachen zeigen, guckt sich um und mit all den gesammelten Informationen kommt sie wieder zurück und dann wird ein grobes Drehbuch erarbeitet aus all diesen Recherchen, die man da gemacht hat. Dann wird das mit der Redaktion besprochen, dann geht es zu mir und heißt, Mensch, Tamina, willst du irgendwie über Wangerooge aus dem Flugzeug springen oder soll das doch der Craig selber machen und du interviewst dann? Sage ich, ach, ich fliege vielleicht lieber den Multicopter diesmal und der Craig springt alleine aus dem Flugzeug. So, das wird alles abgestimmt. Dann gibt es den Moderationsdreh, also den Dreh, wo ich dabei bin. Eine Woche sind wir zusammen vor Ort. Und das sind dann zwei Kameraleute, ein Tontechniker, früher waren das auch zwei, früher war noch ein Spezialist dabei, das ist heute nicht mehr so. Dafür gibt es mittlerweile aber Drohnenkollegen, die entweder extra dazu kommen und mit der Drohne noch fliegen, damit man den schönen Überblick bekommt, der ja heutzutage fast ein Must-Have ist. Oder der Kameramann kann es vielleicht selber. Wir haben kleine Kameras, große Kameras. Wir haben diese Autorin. Dann gibt es eine Maskenbildnerin, die aber auch ganz viel anderes mithilft, mit der ich zum Beispiel nach Sri Lanka geflogen bin, die im Zweifel das Auto mitfährt, die sich einfach ins Team voll mit einbringt. Bei den Städten Reisen übrigens gibt es keine Maskenbildner, da sehe ich dann immer so vom Winde verwirrt aus und muss dann morgens selber gucken, wie, was, wo und vermisse das dann schmerzlich, dass mich jemand noch so ein bisschen betüttelt und sagt, so Tamina, was willst du heute mal, irgendwie Haare zusammen oder doch lieber? Gut, aber das Authentische ist ja heutzutage auch gewollt und ich denke mir dann auch immer, ich hoffe, ich altere in Würde und die Menschen gehen dann wohlwollend mit. So, dann sind wir vor Ort und drehen eine Woche mit mir zusammen. Ich habe so 7, 8 Drehtage sind das. Und dann bleiben die Kollegen entweder noch da oder waren vorher schon da. Gibt es noch mal eine Woche, wo man dann ganz viel dazu noch dreht. Naturaufnahmen, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Dinge, die wir vielleicht in diesen ganzen
Drehtag nicht auch noch reingekriegt haben. Und ich kann sagen, das denken ja manche auch nicht, man muss immer, Frau Gallert, ihren Job möchte ich haben. Und wow, nur Urlaub und das ist ja herrlich. Und das sieht immer so locker flockig aus. Ist es auch, aber es ist eben doch viele Termine, dichter Drehplan, viel Arbeit und die Tage sind oft sehr, sehr lang. So, und dann wird sozusagen nach 2 Wochen Dreh ist ganz viel Material im Kasten, viele Stunden. Und dann geht der Autor mit all dem Material nach Hause und dann geht er damit in den Schnitt. Auch noch viele, viele Tage. Und dann wird das alles aufeinander angepasst. Dann kommen die Karten dazu, die Grafik dazu. Dann komme ich nochmal dazu ins Studio und spreche den Text, den man noch zusätzlich erzählt. So nach dem Motto, Pellworm ist eine schöne Insel, aber hat keinen Strand, sondern ganz viele Schafe. Und da gucken wir uns jetzt mal um und überhaupt. Das kommt dann auch noch. Dann kommt noch Color Matching und verschiedene technische Finessen, bis dann am Schluss ein 90-minütiges, wunderschönes Werk fertig ist, was man sich dann anguckt. Und jetzt wissen wir wirklich, da steckt unglaublich viel Arbeit dahinter. Wirklich, wirklich. Das ist es wirklich. Es ist ja wie ein Spielfilm lang, ja. Ja. Ich möchte gerne nochmal in den Bildteil deines Buches gucken. Und da ist ein Bild, da habe ich mich gefragt, also du bist offenbar vor einer Küste und du hast da ein Tierchen in der Hand. Ist das eine Krabbe oder ein Hummer oder was ist das? Das war die Lobsterdame. Ja. Das war auch so ein ganz tolles Erlebnis. Schottland. Ein kraftvolles, großartiges, ganz tolles Land. Da haben wir jetzt gar nicht so lange her haben wir da gedreht. Im Nordwesten, auf den äußeren Hebriden waren wir unterwegs und natürlich auch auf dem Wasser. Und das war ein ganzer Tag, waren wir da auf dem Wasser mit einem ganz netten Guide, der sich auskennt. Es kamen wilde Seemöwen, die mir Fisch aus der Hand gerissen haben und es... Wir haben auch teilweise diese Fischgründe eben abgefahren und da werden teilweise so Reusen ins Wasser getan. Und da hieß es, da sagte er dann auch so ganz geheimnisvoll, so und jetzt gucken wir mal, ob wir hier was gefangen haben. Ich hatte vorher so noch Lachsfarmen gesehen, die ja auch eher umstritten sind. Aber dann gab es auch wieder ganz naturnahe Gebiete, wo wir dann Makrelen selber geangelt haben. Und dann haben wir diese magische Reuse aus dem Wasser gezogen und er sagte, jetzt gucken wir mal, ob da was drin ist und da saß tatsächlich eine so ungefähr so große ein Hummer, eine Lobster-Dame drin, die ja, wenn sie nicht gekocht sind, so blau schimmernd sind, also eher dunkel. Und die haben wir dann rausgezogen und die hat er dann hochgeholt und dann durfte ich die auch mal so in die Hand nehmen. Es war natürlich so ein bisschen auch so ein spezielles Vergnügen. Und die zappelte dann so und hat mir erklärt, dass die eine Schere, mit der knackt sie es auf und mit der anderen isst sie es auf. Und das ist ein unglaublich schönes Tier mit diesem wunderschönen Bauch. Und dann habe ich so recht naiv gefragt, sag mal, ja, wie alt ist die denn? Dann sagt er, ja, die ist wahrscheinlich so 10 Jahre alt. Sag ich, Mensch, und wie alt können die werden? Und dann sagt er, ja, so bis 100 Jahre. Mensch, dachte ich, das war so ein, auch vielleicht ein bisschen naiv, aber das war mir nicht so bewusst. Und dann denkt man, Mensch, das haben wir die hier rausgezogen und die hat noch 90 Jahre vor sich im Zweifel. Und das ist ja das, wo das dann zusammenkommt, so dieses Faszination Natur und dann aber Fisch fangen, essen, mitnehmen, wie denn jetzt? Und das kulminierte in diesem Moment und ich habe gesagt, Mensch, können wir die nicht wieder zurücksetzen? Also das bringe ich jetzt nicht übers Herz. Das ist ja, also vielleicht, also wenn sie Glück hat, entgeht sie den nächsten Reusen und hat hier noch ein langes, tolles Leben im schottischen, glasklaren Wasser. Und dann haben wir dieser Lobster-Dame kollektiv entschieden. Das ganze Team hat mitentschieden, nein, die darf jetzt wieder zurück in die Freiheit. Und dann haben wir mit großen Hups, haben wir ihr dann wieder ins Wasser geholfen. Ja, das war auch ein tolles Erlebnis, ja. Das habt ihr auf jeden Fall gut gemacht. Ich habe gleich wieder Fragen. Großes Dankeschön an alle, die mitmachen und was von ihr wissen wollen. Ja, freue mich, gerne. Ich versuche so viel wie möglich weiterzugeben. Also gleich mal eine Frage von Mira. Du hast ja deinen Kreuzbandriss erwähnt und sie möchte wissen, was macht denn dein Knie? Hast du schon Tipps, falls es beim Reisen mal wieder meckert? Oh, ja, das ist interessant. Da bin ich auch im Moment gerade noch dran. Das ist auch ganz interessant. Also der Kreuzbandriss ist ja passiert tatsächlich in einer relativ unspektakulären Situation. Ich bin zwar mit dem E-Mountainbike, so einem ganz wehrhaften, tollen Teil unterwegs gewesen und so einen Trail runtergefahren mit so einem Crack vorne dran. Das habe ich aber ja auch schon oft gemacht und bin aber ganz blöd ins Rutschen gekommen und so in das Bein reingerutscht mit so einer Drehbewegung. Und dann machte es so ein ganz lautes Zeng. Und dann war mir klar, das ist jetzt was anderes als
ich je erlebt habe. Und damit war klar, irgendwas ist ab. Und das war eben das vordere Kreuzband. Dann war eine lange Diskussion, operieren oder nicht. Und ich habe mich aber dafür entschieden zu operieren, weil es hieß, wenn Sie, Frau Kollert, alles danach wieder machen wollen, und Sie sind ja auch noch jung und es ist ja noch viel vor Ihnen, dann ist vielleicht doch besser, man operiert. Es gibt auch andere Meinungen, ich habe mich dem unterzogen. Das Krasse ist, man operiert und dann ist danach erstmal geht erstmal gar nichts mehr. Und das habe ich jetzt zum Glück aber auch schon hinter mir. Jetzt trainiere ich ganz fleißig und ich trainiere nach wie vor 2x die Woche mit richtig Physio und an Geräten. Und es geht immer noch nicht alles, aber fast alles. Und das Wichtigste habe ich mir jetzt sagen lassen, auch von der Physiotherapeutin, das ist das Vertrauen. Weil es sind ja noch Muskeln drumherum. Das Kreuzband ist jetzt quasi mit einer Sehne alles wieder geflickt. Es ist ganz wichtig und wie bei so vielen Dingen ist es Kopfsache auch, dass man sagt, das Knie kann das. Ich traue mir da wieder was zu. Und ich bin wild entschlossen. Ich habe gesagt, ich möchte danach wieder auf Surfbretter steigen, an Wasserfällen mich abseilen, über die Alpen wandern. Und ich möchte nicht sagen, oh sorry, mein Knie, muss ich mir aber jetzt nochmal überlegen. Ich möchte wieder einfach alles machen können. Und ich bleibe jetzt erstmal verhalten optimistisch, dass das auch wieder gehen wird. Und wenn es halt zwischendrin dann mal ein bisschen meckert, das Knie, dann erinnert es mich vielleicht einfach nur daran, dass man manchmal auch ein bisschen Druck rausnehmen muss und manchmal vielleicht auch mal doch ein bisschen runterschalten. Und ich glaube, diese Erkenntnis, die werde ich vielleicht das ein oder andere Mal doch auch noch brauchen. Und das Gute ist ja vielleicht auch, dass es einen daran erinnert, wie viele schöne Zeiten man vorher hatte, ohne das, was wehgetan hat. Ja. Das ist wieder mein Lieblingssatz. Glück ist eine Kontrasterfahrung. Und eigentlich kann man wirklich das ganz große Glück nur empfinden, wenn man auch weiß, wie es ist, wenn es so richtig scheiße ist. Und das, wenn so diese physische Unversehrtheit, das habe ich ja jahrelang also wirklich als großes Geschenk, es ging immer alles einfach automatisch. Ich habe mir nie einen Kopf gemacht. Und plötzlich merkt man, oh, ich bin auch nicht unverwundbar. Komisch eigentlich, aber damit muss ich mich wohl jetzt irgendwie anfreunden. Ich bin dabei. Dirk hat auch eine Frage an dich. Er schreibt, was ist dein wichtigster Ausrüstungsgegenstand, den du auf jede Reise mitnimmst? Ja, der rote Rucksack. Das ist ja auch manchmal auch so eine Hassliebe, weil wir den immer dabei haben und immer schöne Geschenke reinkommen. Der wichtigste Ausrüstungsgegenstand. Es gibt, glaube ich, gar nichts, was einfach immer, also was natürlich krasserweise, das ist ja auch, habe ich auch ein ambivalentes Verhältnis zu, was natürlich immer dabei ist, ist das Handy, wo man schnell mal auch was filmt, wenn der Kameramann noch nicht auf dem Gipfel ist und ich dann schon, oder wenn man einfach einen Moment festhalten will oder erreichbar sein will, das muss ich schon sagen, habe ich mich letztens auch mal gefragt, wie das wohl ist, wenn man mal einen Tag lang ohne dieses blöde Teil wäre, und das ist man gar nicht mehr gewohnt. Das ist auch spannend, dieses einen Moment nur als wertvoll erachten, wenn man ihn festgehalten hat und nicht einfach mal nur so sein können. Das kann ich schon noch, aber das ist ganz spannend. Aber sonst ein Gegenstand, der immer dabei ist, gute Schuhe, das ist was Wichtiges. Ich habe auch schon viele Erfahrungen gemacht mit den falschen Schuhen zur falschen Zeit. Kopfsteinpflaster in Rom mit irgendwelchen hohen Stöckelteilen, ein Desaster. Oder es gibt ja auch immer wieder auch Touristen, die man sieht, die dann plötzlich mit Flipflops irgendwie auf den Vulkan hochgeeiert kommen vom Strand und sich wundern, dass das irgendwie nicht funktioniert. Die richtigen Schuhe und was ich immer stimmt, was ich immer dabei habe, auch gerade in warmen Regionen, ist eine warme Jacke, weil man eben oft die Temperaturen unterschätzt oder gerade an heißen Tagen, plötzlich wird es abends doch ganz schnell kühl und sich einmummeln irgendwo und sich gemütlich machen. Und ich bin auch so eine Frostbeule. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was immer dabei ist. Du hast gerade schon den legendären Rucksack erwähnt und in deinem Buch gibt es ein Bild, ich glaube, das haben wir ja auch vorliegen, wo du in deiner Heimatstadt Freiburg mit diesem Rucksack zu sehen bist. Und dazu passt auch super eine Frage, die hier auch reingekommen ist. Was magst du am meisten an deiner Heimat Freiburg? Was sind zum Beispiel deine Lieblingsplätze und Orte dort? Oh, das ist ja mal eine ganz, genau, ganz interessierte Frage. Schön. Ja, das ist ja auch eine spannende Geschichte, weil ich ja hier aufgewachsen bin, sehr naturnah. Und das ist, glaube ich, ein erster Aspekt, der mich an Freiburg so fasziniert. Ich finde das eine ganz, man sagt ja auch immer, hat eine hohe Lebensqualität. Und das hat es wirklich. Es ist ein sehr, sehr schönes, in sich stimmiges Städtchen, was aber durch die Studenten nichts Provinzielles hat, sondern durchaus so eine gewisse Weltoffenheit und durch dieses Dreiländereck, also die wirklich die Nähe zur Schweiz, die Nähe zu Frankreich,
hat man wirklich so einen ja, internationalen Flair, wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber man hat auch durch diese südliche Lage, was manchmal fast schon mediterranes, man hat dieses Genussfreudige, was in Süddeutschland mir sehr gefällt. Dieses, zum Beispiel auf dem Münsterplatz gibt es einen Weinladen, wenn man auf deiner Seite drauf zukommt, falls es jetzt ein Kenner ist, rechts. Und da sind immer ganz viele schöne Tische draußen. Da scheint dann abends die Abendsonne hin und es gibt eine Riesenauswahl an köstlichen Weinen. Und man ist sozusagen angesichts einer der schönsten Barockkirchen der Welt, kann man da so sitzen auf diesem wunderschönen Marktplatz und einfach so den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Das kann man ja hier im Süden sowieso ganz gut. Also diese Lebensfreude, das Genussfreudige, das liebe ich ja auch in Italien so. Das mag ich unglaublich hier in Freiburg. Ich mag aber auch so diese kleinen Ausflüge. Es gibt auch kleine Bergeshöhen, auf die man kann. Man kann auf den Schlossberg und aufs Münster runtergucken. Man kann auf den, es gibt ein ganz schönes Schlosscafé auf einem anderen Berg in der Nähe, wo man auch so ein bisschen in die Natur raus kann. Man ist sehr schnell in der Natur und trotzdem in der Nähe der Stadt. Und so bin ich auch aufgewachsen. Und das hat mich dazu bewogen, ja tatsächlich auch nach Freiburg zurückzukommen. Also das ist ja auch so eine Sache. Es gibt ja die Menschen, die sagen, meine Heimat ist irgendwo anders und ich bin jetzt froh, dass ich ganz weit weg bin und mich neu niederlassen konnte. Und es gibt die, die immer da bleiben, wo sie herkommen. Und es gibt die, die zurückkehren. Und ich bin ja tatsächlich so eine Zurückkehrerin. Ich bin nach vielen Stationen von ja, Köln, Berlin, Zürich, München nach Freiburg zurückgekehrt und finde so als Homebase für Weltentdeckungen das einen wunderschönen Ort. Und Freiburg freut sich sicher auch, dass du wieder da bist. Ich hoffe es schon. Also ich denke, wir passen ganz gut zueinander. Eine Frage, die kann ich dir leider nicht ersparen. Sie ist eigentlich keine schwierige Frage, aber ich glaube, sie ist dann doch schwer. Die kommt ständig. Vielen Dank auch dafür. Was ist dein Lieblingsreiseziel? Ist nicht einfach wahrscheinlich zu beantworten, oder? Gar nicht einfach. Zumal ich immer wieder auch, ich denke, die Mischung macht's. Am Ende ist es so, selbst wenn wir als Familie überlegen, würden wir gerne, also das ist der Klassiker, Meer oder Berge, und das hat ja beides was. Was tatsächlich, wo mir wirklich doch besonders das Herz aufgeht, ist diese Mischung aus mediterran und alpin. Das kann man erleben in Südtirol, das kann man erleben im Tessin. Wo auch am Gardasee, obwohl der ja leider nicht mehr unbedingt ein Geheimtipp ist, oder man muss auf jeden Fall sehr antizyklisch reisen, wenn man da nicht mit sehr vielen sein möchte. Aber zum Beispiel auch am Gardasee, wo wir die Alpen überquert haben, eine meiner Herzensreisen übrigens. Und man kommt am Gardasee dann unten da raus. Hinter sich hat man diese gewaltigen Berge und dieses richtig Alpine. Und vor einem tut sich diese mediterrane Landschaft auf, mit kleinen Palmen schon, mit Oleander, mit köstlichem Gelato al Limone. Diese italienische Lebensart liebe ich sowieso. Also diese Mischung, die finde ich, ist schon sehr nah am Paradiesischen. Im Buch schreibst du auch darüber, dass es nicht leicht war, sich zu entscheiden für deine Kinder. Also, dass du wirklich gesagt hast, okay, ich gehe mal einen Schritt zurück. Unter Karriereaspekten ist das ja für Frauen immer schwierig, immer ein Dilemma natürlich. Du hast das getan. Zum Glück bist du auch weiterhin zu sehen. Aber die Frage ist natürlich, Annika schreibt das hier auch gerade, wie schwer ist das eigentlich, deinen Beruf mit den Kindern zu verbinden, da dran zu bleiben? Ja, es ist sicher eine Herausforderung. Aber ich bin da wirklich, und das muss man sagen, zum Glück, weil ich ganz tolle Kollegen um mich herum hatte, ohne die sowas nicht möglich gewesen wäre, und eine ganz tolle Familie, die mich unglaublich stützt und unterstützt. Ich bin da wirklich, durfte da reinwachsen. Also dieser Schritt, das weiß ich noch, auch aus dieser unglaublichen Taktung, wirklich bis zu 200 Tage im Jahr unterwegs, x Reisen, teilweise habe ich wirklich Koffer rein, Koffer raus. Da dann doch zu sagen, nein, aber das habe ich auch gemerkt. Das gab wirklich so eine Situation in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, nee, diese Sinnfrage, und wenn ich noch immer mehr von der Welt entdecke, ich habe irgendwann ganz stark dieses Gefühl gehabt, ich wünsche mir Kinder eigentlich immer schon, und ich möchte, dass es möglich ist, dass meine Leidenschaft sich mit dieser Leidenschaft, mit diesem leidenschaftlichen Wunsch verbinden lässt. Und ich wage es jetzt einfach. Und es brauchte ein bisschen Mut, zu sagen, ich versuche es und mal sehen, wie sich dann mein Arbeitsumfeld, wie sich das alles verändert. Und vielleicht wird es möglich sein, das weiterzumachen, und vielleicht wird es auch schwieriger. Und ich habe zum Glück einen ganz flexiblen, tollen Mann an meiner Seite, der das mit mir auf eine tolle Weise angegangen ist. Und ich hatte wirklich Kollegen, die gesagt haben, okay, Tamina, du machst jetzt mal eine Babypause, also so als das erste Kind kam. Aber nach einem halben Jahr, weiß ich noch, hieß es, okay, wir planen jetzt weiter.
können wir mit dir rechnen, Tamina? Madeira war dann die erste Reise, wo es hieß, fühlst du dich schon wieder fit? Zum Glück hatte ich eine schöne Schwangerschaft und eine gute Geburt und das Kind war gesund. Das war ja, ist ja auch alles ein großes Glück und nicht immer selbstverständlich. Und das war so das Erste. Und da hat sich dann mein Mann eine Woche freigenommen, hat dann das Büblein immer durch den Lorbeerwald getragen, während ich irgendwie das Interview mit dem Biologen geführt habe. Und dann bin ich zum Stillen wieder schnell zurück. Die Kollegen haben nett den Maxi-Cosi hinten in den Teamwagen vorne den Maxi-Cosi und hinten den Kinderwagen reingepackt. Immer erst den Kinderwagen raus, dann die Kamera raus. Das war schon für alle eine Umstellung und das haben die alle ganz liebevoll mitgetragen. Sonst wäre es echt nicht möglich gewesen. Und so habe ich doch einige Reisen dann tatsächlich mit den Kindern verbunden. Ich habe entweder meinen Mann mitnehmen können oder dann eine liebe Freundin dabei gehabt oder meine Mutter dabei gehabt. Die haben sich dann eine Woche freigenommen und haben mir den Rücken freigehalten. Und zu Hause ist es auch so, dass meine Mutter da unglaublich unterstützend mitmacht, weil immer, ich war ja dann auch, als die Kinder dann etwas größer waren, war klar, sie mitzunehmen ist anstrengender. Besser ist es, sie haben sozusagen ein festes, stabiles Nest zu Hause. Und da war es dann so, dass meine Mutter wirklich gesagt hat, okay, ich steige da voll mit ein und wenn du unterwegs bist, und mache ich das mit deinem Mann zusammen und wir wuppen das hier. Und wenn das nicht so gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich doch nochmal einen ganz anderen Weg einschlagen müssen. Aber mit ganz viel Unterstützung der Familie, von Freunden auch, die sich auch da wirklich eingeklinkt haben und von sehr toleranten Kollegen, ist es möglich gewesen, das doch zu vereinbaren. Und das ist natürlich eigentlich auch was ich immer gerne auch weitergeben möchte, zu sagen, traut euch, weil es findet sich immer ein Weg. Und also ich würde das Schlimmste finden, wenn man sagt, ich habe die Sorge, dass das mit Kindern schwieriger wird, deswegen lasse ich es mal besser, sondern es findet sich ja dann immer, es findet sich eine Lösung, es ist aber teilweise auch anstrengend. Und ich habe auch Schuldgefühle zwischendrin natürlich immer wieder gehabt und habe gedacht, Mensch, so die ersten 2-3 Tage sind immer voller Reiselust und Aufbruch und dann habe ich teilweise auch ganz, ganz schlimmes Heimweh nach meinen Kindern natürlich. Und wenn ich dann abends telefoniert habe und dann dachte ich, Mensch, so 2 warme, weiche, kuschelige jetzt da bei mir und ich liege jetzt irgendwo alleine im Hotelbett und habe sie halt jetzt hier nicht und sie haben mich nicht, das ist auch immer wieder nicht einfach. Also das will ich auch gar nicht beschönigen. Aber was ich jetzt auch wieder merke in dieser Runtergebremszeit, es ist schon toll, wenn man seiner Leidenschaft nachgehen kann. Und wenn man als Eltern außerhalb der Kinder, die man über alles liebt, weiter seiner Leidenschaft nachgehen darf. Und ich bin, glaube ich, eine viel inspirierendere und mitreißendere und leidenschaftlichere und ausgeglichenere Mutter, wenn ich das weitermachen kann. Und ich glaube, dass mich komplett zu Hause zurückziehen würde niemandem hier gut bekommen. Ja, da profitieren viele davon und finde ich gut, auch wie du gesagt hast, dass das auch Teamarbeit ist, also sowohl privat als auch dann, wie wir vorhin gehört haben, beim Dreh. Es geht nicht alleine. Nein, undenkbar. Nicht einfach nicht möglich, Punkt. Ja. Dein Buch, was jetzt als Taschenbuch bei Heine ja erschienen ist, heißt ja Mit kleinem Gepäck. Und du hast vorhin schon so ein bisschen erzählt, was du im Gepäck hast, was wichtige Utensilien sind. Aber kann man diesen Titel auch so ein bisschen bildhaft verstehen, dass es manchmal auch darum geht, alles ein bisschen kleiner zu haben, nicht immer so die große Nummer zu ziehen? Und wie gelingt dir das? Also ist das möglich eben mit Kindern, Familie? Du hast ja gerade das Ganze drumherum auch beschrieben. Ja, es gibt so 2 Ebenen. Das eine ist so die ganz pragmatische. Da kann ich dann immer nur schmunzeln, weil ich habe so einen wirklich großen Koffer, wo der Kameramann einmal zu mir sagte, Tamina, hast du wieder deine Einbauküche dabei? Und ich so, weil ich ja beim Drehen auch teilweise dann Ersatzklamotten und sonst was mit dabei habe. Das ist dann wäre das kleine Gepäck eher ein Appell als eine sozusagen ein etwas, was ich schon lebe. Und auch privat, wenn ich mit der Familie unterwegs bin, gehöre ich genau zu diesen Menschen, die dann sagen, vielleicht brauchen wir das auch noch. Und meinst du nicht, wir müssten vielleicht doch noch die Regenklamotten und haben die Kinder nicht noch? Wo man dann sagt, ja, jetzt ist mal Schluss, wir schaffen es auch mit der Hälfte und jetzt mal ein bisschen weniger. Das andere ist aber ganz richtig, wie du gesagt hast, es ist eine Haltung und eine Einstellung. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, was ich auch, je mehr ich reise, sich immer wieder bestätigt. Dieses auch, dass viele Menschen sich so große Erwartungen machen, wie die Dinge zu sein haben. Und dass diese Erwartungen oft dazu führen, dass die Erwartungen enttäuscht werden und dass man unflexibel ist und dass man die vielen kleinen, tollen Erlebnisse und Überraschungen am Rande des Weges übersieht, weil man so fixiert ist auf das, was hier gefälligst zu sein hat.
Und das ist im Prinzip so ein bisschen die Botschaft oder das, was ich gelernt habe. Sei offen, lass dich ein, sei neugierig und guck, was dir begegnet. Und es begegnet dir vielleicht was ganz anderes, als du dachtest. Und wenn man sich jetzt mal überlegt oder mal an die Reise zurückdenkt, die letzten Reisen, die man so gemacht hat, es sind ja oft die überraschenden Erlebnisse, manchmal auch die schwierigeren Sachen oder die kleinen Dinge, die wirklich im Herzen bleiben und in Erinnerung bleiben. Also der große Eiffelturm in Paris, da kann man hoch, muss man aber vielleicht gar nicht. Und vielleicht ist es nachher eben doch der Moment, wo ich in das warme Croissant beiße auf diesem kleinen Platz, wo plötzlich der Akkordeonspieler im Hintergrund noch an die Töne anklingen lässt. Und es ist alles warm und wohlig und die Sonne scheint irgendwie um die Häuserecke. Und man denkt, das ist Paris. Also das ist so das, was ich damit meine, mit dem kleinen Gepäck tatsächlich. Erwartung raus und Offenheit rein und sich einlassen tatsächlich. Und dann entstehen ganz neue Welten, von denen man vorher vielleicht noch gar nichts wusste. Und das können auch die ganz kleinen sein. Und dann passiert ja vielleicht auch manchmal was im ersten Augenblick überraschend oder vielleicht schockierend ist, aber dann ganz lustig ist. Du hast auch in deinen Sendungen Szenen gehabt, ich glaube, das war vor Helgoland, als du mal im Wasser gelandet bist, und in Südfrankreich ist dir das auch mal passiert. Ja. Das sind die Pleitenpech- und Pannengeschichten. Also vor Helgoland war es eher eine gewisse Todesangst, die mich überfallen hat auf hoher See, wo man mich in einen Überlebensanzug reingesteckt hat. Und es hieß, Tamina, du machst das doch sicher. Und ich sage, klar mache ich das, ich traue mich. Das ist ja mutig sein, das ist ja so mein Selbstbild. Ich mache alles, versuche alles, probiere alles aus. Und dann schmiss man mich in diesem Überlebensanzug von diesem Seenotrettungskreuzer ins offene Meer. Und wer sich auskennt, weiß, Helgoland, einzige Hochseeinsel Deutschlands, wirklich in the middle of Riesenozean. Und in 0, nix war alles um mich rum weg und ich schwamm da wie so ein Körnchen im offenen Meer und dachte, oh Gott, werden die mich jetzt nicht mehr finden? Und was mache ich dann? Und unter sich spürt man geradezu diese hunderte von Metern tiefe Meer und dieses Ausgeliefertsein, das war ein extrem elementares Erlebnis. Und am Schluss haben sie mich dann zum Glück mit diesem kleinen Rettungsboot mit dem Haken aus dem Wasser gefischt und an mir alles durchexerziert, was man mit Geretteten auch macht. Und ich hatte das Gefühl, es war alles auch nötig. Es war wirklich ein ganz doch krasses Erlebnis. Und ich war auch sehr einsilbig, als man mich dann da rausgefischt hatte. Und meine Kollegen waren alle recht alarmiert, weil das, man weiß, also wenn die Tamina mal, wenn es der mal die Sprache verschlägt, dann, ja, das war auch so ein Erlebnis, wo man denkt, würde ich das nochmal machen? Weiß ich nicht. Vielleicht nicht. Das war sehr, sehr elementar. Und das andere war sehr lustig, weil der Canal du Midi ist ja so eine Sehnsuchtsreise. Südfrankreich, das eigene fahrende Zuhause. Man kann ohne Führerschein, das ist wirklich was, also ich fand es wirklich eine ganz, ganz tolle Reise, ohne Führerschein dieses kleine fahrende Zuhause über diesen Kanal schippern, immer wieder Schleusen, kleine Herausforderungen. Rechts und links die kleinen französischen Dörfchen. Man kann sich das Baguette aufs Boot holen oder irgendwo nett einkehren, wenn es denn dann wieder geht. Und das war so eine entschleunigte Reise, wo wir uns nach und nach auch wirklich toll eingegroovt hatten. Aber dieses Seile rauswerfen und in den Schleusen muss immer einer draußen die Seile festmachen und der andere bleibt am Steuer. Das war so ein recht tricky. Da hatte ich mich mit meiner Freundin ganz gut schon eingestimmt und eines Tages, und da waren dann so ganz viele Leute immer am Warten an diesen Schleusen, und die dann alle gucken, wie die anderen das machen. Das ist auch so eine ganz beliebte Geschichte bei diesen Hausboottouren, dass man immer guckt, okay, wie kriegen die anderen das jetzt hin? Sind die schon geübt oder sind die noch Anfänger? Und in genau dieser Situation wollte ich das Seil so ganz flott fangen, außerhalb des Bootes, und bin diese abschüssige Böschung mit den völlig falschen Schuhen natürlich auch gerne runtergerutscht und wirklich fast untergetaucht in diesen Canal du Midi, wo man mir vorher schon gesagt hatte, bitte auf gar keinen Fall da drin schwimmen, geschweige denn reinfallen, weil ist A gefährlich und B ist es auch eine Brühe, die nicht wirklich jetzt dazu einlädt. Und x Augenpaare hatten das natürlich jetzt mitverfolgt, wie ich da da habe ich mich wie so eine nasse Ratte da wieder rausbewegt. Und tatsächlich hatte das eine Kamera aber auch mit eingefangen. Und dann hat mir so ein netter Franzose, hat mir dann versucht, da noch beizuspringen. Und ich habe ihn dann gefragt, ob ihm das auch schon mal passiert sei. Und dann sagte er natürlich, jamais. Also ihm ist das noch nie passiert. Und es war mir etwas peinlich. Und das Lustige ist, dass wir dann auch kurz überlegt haben,
und gesagt haben, komm, das kann man aber auch in der Sendung lassen, weil ne, passiert halt und war ja jetzt auch, ist ja zum Glück gut ausgegangen. Und ich werde heute noch, also auf dieses, als erstes fällt den Menschen ein, die diese Sendung sich angeguckt haben, Tamina, das ist doch da, wo du ins Wasser gefallen bist. Das ist wirklich geblieben, ja. Kleine Panne. Ja, bleibt immer am ehesten im Gedächtnis. Genau. Wir haben in unserem Online-Talk noch so ungefähr gute 5 Minuten, deswegen vielleicht nähern wir uns schon wieder so der Gegenwart und der Zukunft an. Und es gibt tatsächlich auch mehrere Fragen, die Corona betreffen. Also zum einen, was machst du jetzt bei Corona? Und Marion wollte zum Beispiel wissen, kann man bei Corona überhaupt drehen? Also was gibt es da für Bestimmungen? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also interessanterweise, letztes Jahr war es ja so, am Anfang, da haben wir gerade im März haben wir gedreht in Liverpool. Und da ging es aber gerade los, dass man sagte, Mensch, man muss, glaube ich, jetzt das alles mal runterfahren. Und man wusste aber noch nicht so genau, man sollte sich die Hände waschen, man sollte Masken anziehen, man Abstand halten. Das haben wir dann gerade noch so geschafft. Und da habe ich aber auch schon gemerkt, Mensch, das ist gar nicht so einfach, weil wir leben ja von dem persönlichen Zugang und von dem spontanen Begegnen. Da hat sich das so reingeschlichen, dass man wusste, okay, wir müssen da wahrscheinlich das Verhalten richtig ändern. Dann ging eine Weile gar nichts. Dann haben wir, als es wieder gelockert wurde, tatsächlich mit sehr viel Auflagen, es durften nur noch 2 Kollegen in einem Auto fahren. Also ich bin zum Beispiel nach Lolland mit einer Kollegin alleine im Auto komplett gefahren, weil nicht das ganze Team mehr in ein Auto durfte, weil große Abstände gehalten werden mussten. Wir hatten Masken dabei, wir hatten Desinfektion dabei. Wir haben primär nur noch draußen gedreht. Wir wollten natürlich jetzt nicht so viel Masken im Bild haben, weil diese Sendungen ja oft auch doch so zeitlos sind, dass man sie nach 2 Jahren immer noch gut angucken kann. Und auch dass die Leichtigkeit natürlich sich nicht so vermittelt, wenn man sich jetzt komplett vermummt. Also haben wir nur noch Dinge gemacht, die wirklich draußen mit Abstand möglich waren. So konnten wir teilweise schon noch drehen. Auch in Lübeck zum Beispiel haben wir gedreht. Da war auch schon Corona. Allerdings auch in der Sommerzeit, wo es ein bisschen leichter war. Aber auch immer mit Abstand, mit Masken, mit draußen. Zum Glück sind ja die Reisen auch darauf angelegt, dass wir viel draußen sind und viel und wenig jetzt in engen, geschlossenen Räumen. Das ging noch relativ gut. Und dann konnte man draußen teilweise auch die Maske weglassen, sodass man einfach nicht das Gefühl hatte, man hat ständig dieses Damoklesschwert der Pandemie so im Bewusstsein, was wir natürlich versucht haben zu vermeiden. Ja, und das waren meine letzte Reise tatsächlich mit Corona war dann vor meinem Kreuzbandriss Düsseldorf. Dann musste ich abbrechen, dann sollte ich eigentlich noch Elba machen, habe ich mich schon so gefreut. Und das ging dann nicht, weil Kreuzband gerissen. Das hat eine Kollegin aber noch gemacht. Das war auch die Zeit, wo es noch ging, unter diesen Bedingungen, wenn man sich an all diese Regeln hielt. Und dann jetzt im Moment ist gar nichts. Und wir haben jetzt wirklich auch gesagt, für das erste Quartal keine Städtereisen, das ist ja klar. Da gucken wir dann wahrscheinlich erst ab Sommer wieder, was geht. Wunderschön, haben wir jetzt einiges Schönes geplant und wir sind vorsichtig optimistisch, dass wir ab Mai wieder loslegen können. Mit auch viel draußen. Wir haben die Drehbücher natürlich angepasst. Wir gucken einfach, dass wir wollen ja auch den Menschen Anregungen geben zu Dingen, die sie tun können. Und ich denke, wir werden mit dieser Pandemie lernen zu leben und wir werden gucken, was dann unter diesen Bedingungen möglich ist. Aber dass die Sehnsucht nach Natur, nach Rauskommen, nach Luft holen ungebrochen und vielleicht noch viel stärker ist, also das merke ich überall. Und ich versuche ja auch so auf den sozialen Netzwerken, auf Instagram und auf Facebook habe ich so das Gefühl, ich versuche die Menschen so zum Durchhalten zu bewegen, zu sagen, komm, wir reisen in Gedanken, wir haben noch ein paar schöne neue Sendungen, die dieses Jahr jetzt kommen werden bei Wunderschön und die werden einem hoffentlich ganz viel Inspiration geben und ganz viel gute Laune vermitteln und die Hoffnung, dass es halt dann irgendwann wieder losgeht. Und ich scharre schon mit den Hufen. Ja, wir drücken die Daumen, dass es ganz schnell, vor allem für dich, aber für uns alle natürlich auch geht. Zum Schluss noch eine Frage, wie ist es eigentlich, wenn du von einer Reise zurückkommst? Und egal, ob die Reise jetzt toll war oder vielleicht auch anstrengend, was ist das, worauf du dich am meisten freust, wenn du wieder hier bist, wenn du bei deiner Familie bist? Oder was würdest du sagen, welcher Moment, was zählt dann für dich am meisten? Ja, natürlich erstmal sofort die Kinder. Also dieses Kinderdrücken, also dieses, jeder, der Kinder
hat, weiß auch, wie das ist. Der Geruch, das Gefühl, dieses einfach wieder ganz fest ans Herz drücken, das ist. Und dann auch dieses erste Abend ist oft auch so, wenn die dann im Bett sind und wenn man dann noch so singt und Küsschen gibt und die dann so warm und wohlig sich so zurücklehnen und man weiß, jetzt bin ich wieder da. Das ist, oder einschlafen und ich bin da. Und den Mann natürlich in die Arme schließen, klar. Also die Familie wieder ganz nah haben, das ist schon so das Wiedersehen mit den geliebten Menschen. Das ist das Größte und das Erste und das Schönste. Und dann ist es manchmal schon, sind es so die so kleine Alltagsfreuden, die mich, also ich habe so eine Bank vorm Haus, der habe ich in meinem Buch auch einen ganzen Teil des Kapitels gewidmet. Die habe ich zu meinem 40. Geburtstag geschenkt bekommen. Und mein Vater hat ein Gedicht dazu gemacht, ein ganz schönes. Lass ruhig die Welt vorüberrauschen, vergiss nicht, auf den Wind zu lauschen. Kannst ruhig in die Sterne schauen, kannst deinem eigenen Stern vertrauen. So dieses Ankommen, Loslassen, wieder zu Hause sein. Und im Kontrast zu diesem Weltentdecken ist das ja was ganz tief Befriedigendes. Und dann mit einer Tasse Kaffee da morgens auf meinem Bänkchen den Tag erwachen lassen. Das sind schon so Glücksmomente, die, an die denke ich dann oft auch, wenn ich ganz woanders bin, dass die dann wieder kommen, wenn ich nach Hause komme. Und das Schöne ist aber ja immer am Weggehen, dass man immer anders und neu wiederkommen kann. Und das ist ja das Tolle auch am Reisen. Ich glaube, genau dieses Spannungsverhältnis zwischen losgehen, neue Erfahrungen machen und mit diesen neuen Erfahrungen wieder zurückkommen und das eigene und das Zuhause auf eine ganz besondere Art dadurch erst richtig wertschätzen können. Das finde ich schon toll. Das hast du wunderbar gesagt, war auch ein richtig schönes Schlusswort. Und wenn wir doch jetzt noch weiter mit dir reisen wollen, dann helfen einfach die Mediatheken oder dein Buch, beides auch ganz gut dafür geeignet. Tamina, herzlichen Dank für die letzten 60 Minuten und natürlich auch an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer fürs eifrige Fragen. Es war ganz toll, mit dir durch diese Stunde zu reisen. Und ja, ich drücke die Daumen, dass du bald wieder mit Team und ohne durch die Welt reisen kannst. Herzlichen Dank. Ja, es war mir ein großes Vergnügen. Ja, ich kann auch nur hoffen, dass wir da bald wieder los können. Und bis dahin haben wir die Sonne im Herzen und ich bleibe optimistisch. Vielen Dank. Danke, tschüss. Tschüss.